Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time. Im letzten Part haben wir einen relativen Stachelterror erlebt. Oh mein Gott, what the fuck? Flippt's halt aus. Wow, 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 wow. Okay. Man kann's auch übertreiben. Man muss nicht alle Gegner auf einmal rausdonnern, liebe Spiel. Oh Mann. Okay, oh, schnell durch. Okay, dann schnell aufladen. Und rüber da. Irgendwie habe ich keinen Schaden genommen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe keinen Schaden genommen. Das finde ich gut. Okay, hier haben wir wieder einen Gegner. Zack, zack, zack. Na komm, stirb schon. Ein paar Gegner haben wir noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier bald ein Unsichtbarer kommen wird. Geh weg, geh weg. Oh, danke schön, das hat geholfen. Danke schön. Natürlich treffen wir auf Unsichtbaren. Oh, wow, 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 wow. Natürlich eine ganze Mauer aus Unsichtbaren. Okay, die Angriffskraft hat sich immerhin erhöht. Schatz gibt es ja auch keinen mehr. Also, weg hier. Oh. Würde es nicht schneller gehen, wenn ich... Nee, ich will nicht nochmal bei den Stacheln durch, ganz ehrlich. Nee, das machen wir lieber so. Bei den Stacheln will ich nicht nochmal durch. Das tue ich mir nicht an, da verrecke ich nur. Ich glaube, hier oben war doch dann noch so ein Port, oder? Ja, genau. Eintreten. Und weg hier. Oh. Oh, Mann. Ja, hier muss ich jetzt wieder zu Shadow werden, damit ich runterkomme. Oh. Alles so zeitaufwendig. Ja, komm. Ein bisschen schneller. Ich glaube, dafür darf ich definitiv die Speed-Taste verwenden, oder? Ich glaube, für sowas ist es okay, weil wir müssen das alles nicht 5000 Mal hintereinander sehen. Das will ich nicht, das wollt ihr nicht, das wird einfach nur noch nervig. Okay, werden wir mal wieder zu Will. So. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Und wir werden gleich natürlich begrüßt. Ist klar. Okay, hier gibt es Gegner en masse. Okay, ah, okay, okay. Da drüben ist eine Kiste, die will ich natürlich haben. Halt, aber bevor ich darüber gehe, gehe ich erstmal hier runter. Nicht, dass ich schon wieder irgendeinen Fehler mache und dann hier jetzt irgendwie da unten nur zwei Gegner sind. Okay, es sieht mir aber nicht danach aus. Dass hier nur zwei Gegner sind. Okay. Anscheinend muss ich sogar darüber. Wie es scheint. Gehen wir darüber jetzt einfach mal. Okay. Und rüber da. Wiiu. Okay, hier ist nur die Kiste mit dem roten Juwel. Und hier ist ein Gegner. Hey. Danke, dass du dich gezeigt hast. Sonst hätte ich dich wahrscheinlich übersehen. Und dann wärst du der eine Gegner gewesen, der mir wieder gefehlt hätte. Und das wäre natürlich blöd gewesen. Okay, hier gibt es anscheinend gleich wieder... Ja, hier gibt's zwei Unsichtbare. Wo seid ihr? Da seid ihr. Ach, und jetzt muss ich hier zu Shadow werden, oder was? Könnt ihr euch mal entscheiden? Könnt ihr nicht irgendwas machen, wo ich zum Beispiel nur Will bin? Oder nur Shadow? Oder nur Link? Oder nur Ganondorf? Oder nur Bowser? Warum muss ich alles in einem sein?
Na gut, dann eben wieder zurück. Shadow, ich brauch dich. Shadow, Shadow, Shadow. Hatte ich mich also sogar geirrt. Mit meinen 2 für Shadow, 2 für Frieden, 2 für Will. Das ist zum Beispiel schon der 3. für Shadow. Okay. Wieso schaust du in die andere Richtung eigentlich? Okay, hier runter. Da musste ich glaube ich noch runter. Ja, genau. Wunderbar. Hallo Gegner. Kein Unsichtbarer. Mhm. Ich will mich aber erstmal hier drüben umschauen, bevor ich da die Treppe runtergehe. Okay, hier ist ein Schalter, da ist noch ein Schalter. Hier ist eine Treppe nach oben, da oben war ein Schalter. Den habe ich gesehen von der anderen Seite. Ist das gut, wenn ich den aktiviere? Ja, auf jeden Fall war es gut, dass ich hier war. Abwehrkraft hat sich erhöht. Was hat es mir jetzt gebracht, dass ich den Schalter aktiviert habe, außer gar nichts? Ich weiß es nicht so ganz. Ach so! Ach so! Aha! Fahr mich mal bitte runter. Ich will Aufzug fahren. Hallo? Hallo? Kann ich hier runter? Nein. Ja, okay. So kann ich also nicht Aufzug fahren. Es sei denn, warte, ich habe eine Idee. Es sei denn, dadurch, dass ich das jetzt hochgefahren habe, hat sich unten ein Weg geöffnet. Das kann natürlich sein. Na? Ja, es hat sich ein Weg geöffnet. Oder? Warte mal, nein. So? So? Nein, es hat sich kein Weg geöffnet. Was ergibt das dann für einen Sinn? Ich verstehe den Sinn an dir noch nicht so ganz. Okay. Ich verstehe den Sinn an diesem Aufzug zwar nicht, aber ich glaube, den muss ich auch nicht verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, hier gibt es 16 Gegner. Okay. Ah. Da geht's weiter. Rein da. Okay. Da haben wir wieder Gegner. Kann ich denke ich runter? Nein, kann ich nicht. Aha. Aha. Dann geht's hier nach unten. What the fuck gibt's hier Gegner? Kein Unsichtbarer? Okay. Hier gibt's keinen Unsichtbaren, da unten gibt's 2 Gegner gleich. Aha, hier gibt's Unsichtbare. Einer da. Einer da. Okay. Hätte ich da jetzt reingemusst? Hoffentlich nicht. Musste ich da jetzt rein? Ich sage jetzt einfach mal nein, musste ich nicht. Ja, ich warte und warte und warte. Ja, sag er mal. Hätte ich da jetzt wieder reingemusst oder was? Okay. Oh, halt, da habe ich was gehört. Ihr seid doch
Hier ist noch irgendwas. Wo? Wo? Da drüben. Irgendwie. Hä? Okay, ich glaube, ich verstehe schon. Soll es denn jetzt? Komm ich zu euch, ja. Na, wo seid ihr? Da seid ihr. Wow! Ist klar. Ist klar. Naja, Hauptsache ich bekomme Angriffskraft dazu, das ist immer gut. Maximale Angriffskraft, das ist schön. Vor allem, das lässt sich. Das zergeht auch so schön auf der Zunge. Maximale Angriffskraft. Oh. Habe ich eigentlich schon maximale Angriffskraft, wo es mir gerade so einfällt? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mal, was maximale Angriffskraft ist. Ah, hallo. Hier ist die nächste Schnitte. Nein! Nein! Was ist Lolas Melodie? Was ist das? Brief von Lance. Entfernen. Ja, weg damit. Verarsch mich nicht! Lolas Brief entfernen. Auf jeden Fall. Die beiden kann ich nicht wegtun. Die Sonnenbrille. Geht auch nicht weg. Komm mal her. Ja. Okay. Du hast eine der langsamen Hieroglyphen gefunden. Eintreten, mal nach oben. So, zwei Hieroglyphen gibt es dann noch. Hier können wir aber hoch und hier können wir die Hieroglyphen einsetzen, ja. Das machen wir mal. Und zwar wissen wir zwar nicht wie, aber gleich schon. Vogel und komisches Teil, das aussieht wie ein Schirm. Also Vogel. In die erste von links. Das Teil, das aussieht wie ein Schirm, habe ich nicht. Dann, dieses komische Teil, das aussieht wie ein Wal mit einem Heiligenschein. Das habe ich. Das ist das dritte von links. Okay, ja, ich muss hier mal mein Inventar leer machen. Dann, ein komischer Betender mit einer Seifenblase und dann nochmal so ein komischer Vogel. Komischer Betender mit Seifenblase. Vier von links. Soll heißen, du bist logischerweise der sechste von links, der da nochmal so ein komischer Vogel reinkommt und da kommt der Schirm rein. Okay, dann geht's. Du bist nicht ausgerüstet. Ja, ich weiß, ich muss die Aura noch ausrüsten. Denn erst dann habe ich die Kraft. Okay. Gut, unten sind wir. Da können wir uns mal kurz heilen. Ja, speichern mal. Nein, speichere nicht. Werd mal zu Freedom. Ich glaube, ich brauche jetzt Freedom. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich brauche jetzt Freedom. Einfach, weil er den Earthquaker kann. So, hier geht's weiter. Und da machen wir im nächsten Part weiter. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Illusion of Time für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.